Ihr Lieben, direkt einen Laber-Vlog hinterher nach meinem letzten Video. Ich möchte mit euch über Wünsche im Leben, nochmal über positives Denken, über energetische Anziehungskraft sprechen, ja, weil ich das immer wieder erlebe im Moment und nicht nur im Moment, schon seit einigen Jahren. Ich habe da auch immer mal wieder in einigen Videos von berichtet und wen das jetzt nicht interessiert, der kann direkt mal ausschalten, aber ja, darüber möchte ich sprechen. Wenn Wünsche wahr werden, wenn Träume wahr werden. Es wird immer, man liest immer so Sprüche wie lebe deinen Traum und mach das, was dich glücklich macht und halte dich von den Menschen fern, die dich runterziehen und all so ein Kram. Auf meiner Vivi Kunterbund-Seite bei Facebook poste ich auch immer wieder solche Sprüche. Und den einen hängt das vielleicht schon aus den Ohren, Augen raus, wie auch immer. Aber ich kann nur sagen, da ist wirklich etwas dran. Ich habe in den letzten Jahren, bin ich oft unglücklich gewesen und habe mein Leben nicht wirklich so gelebt, wie ich es wollte, habe aber gedacht schon, dass ich dabei bin, mich zu bemühen, es zu leben, aber irgendwie hat das alles nicht so geklappt, beziehungsweise ich war schon auf dem Weg immer mehr dahin und das war mir nur nicht so richtig bewusst. Aber ja, mittlerweile ist es mir halt bewusst, denn alles ist immer ein Weg irgendwo hin und eine Entwicklung. Und die Dinge passieren einfach nicht von heute auf morgen. Ja? Und wenn ich heute den Wunsch habe, irgendetwas zu tun, heißt das nicht, dass ich es unbedingt jetzt sofort umsetzen kann. Manchmal braucht es ein bisschen, ein Stück Weg dahin. Und ja, also so wie ich zum Beispiel immer gesagt habe, ich möchte einen Menschen an meiner Seite haben. Also mein größter Wunsch war es immer, einfach nur anzukommen, einen Menschen an meiner Seite zu haben, mit dem ich ja, mein Leben einfach verbringen möchte, auch bis zum Schluss. Und ich habe keine Lust, immer wieder neue Partner kennenzulernen oder wie auch immer. Ich möchte einen Menschen an meiner Seite haben. Und ich habe zwischendurch gedacht, ihn ja auch gefunden zu haben. Und hatte sich am Anfang auch alles irgendwie, ja, war einfach super schön und ich habe gedacht, ja genau, das ist es, bis es sich dann doch in eine andere Richtung entwickelt hat. Sowas, also man hat mir mal gesagt, so wenn man mit jemandem so ungefähr 6 Monate zusammen war, dann zeigt derjenige sein wahres Gesicht, denn dann kann der Mensch an sich sich nicht mehr verstellen. Ja, man versucht am Anfang immer irgendwie, ja, das Beste zu zeigen und man ist auch noch so in der, ja, schwebt noch so auf Wolke 7 und so und da ist alles so ein bisschen anders und wenn dann richtig der Alltag kommt und so und man den anderen besser kennenlernt, dann, ja, irgendwann kann man sich halt nicht mehr so doll verstellen und ja, also das ist natürlich auch bei uns auf jeden Fall schon der, einfach der Fall, Sascha und ich, wir sind jetzt über ein Jahr zusammen und sind noch immer mega glücklich miteinander. Wir haben zwar am Anfang, wirklich am Anfang, so ein paar Schwierigkeiten miteinander gehabt, aber wir haben gelernt, mittlerweile wirklich miteinander über alles reden zu können und auch wenn es einmal nicht so gut geht und man nicht sofort darüber reden kann, aber relativ schnell danach tun wir das dann doch und man kann so viel aus der Welt schaffen. Das Allerschönste aber ist daran, dass wir beide wirklich so voll auf einer Wellenlänge sind in vielerlei Dingen und das habe ich mir einfach immer gewünscht. Ich habe es mir so sehr gewünscht und ja, mir hat mal jemand gesagt, das, was du willst, das gibt es nicht in echt, das gibt es nur im Fernsehen. Und ich kann euch nur sagen, das gibt es in Wirklichkeit, ja, das ist Tatsache, dass es das gibt. Und genauso wie ich es mir immer vorgestellt habe, eine Beziehung zu führen, so muss das sein, so ist das halt gerade und das ist so toll. Oder der Traum halt eben mit einem Bus durch die Gegend zu reisen, Festivals zu besuchen, andere Länder zu besuchen, mit anderen Menschen zusammen zu sein, viele soziale Kontakte zu haben. Ich bin gerne auch alleine für mich und brauche das auch, aber ich bin auch gerne für eine Zeit lang mit Menschen einfach zusammen und brauche einfach diesen Austausch, ja. Und wenn das dann noch Gleichgesinnte sind, das ist das einfach so, so toll. Und ja, dann habe ich damals ja das Trommeln für mich entdeckt oder ich habe es mir immer so sehr gewünscht und wollte so gerne trommeln und hatte mir auch eine bestimmte Lehrerin ausgeguckt, wo ich immer gesagt habe, boah, also von ihr würde ich mir gerne das Trommeln beibringen lassen und so. Ach, das habe ich mir immer so gewünscht und es hat
echt Jahre gedauert. Ich glaube, das waren 2, 3 Jahre oder so, ja, als diese Person mich angerufen hat und gesagt hat, du wolltest doch mal trommeln. Ich mache einen Workshop. Ich total baff und habe gedacht, boah, wie geil ist das denn, ja? Ja, und dann habe ich mir auch vorgestellt, wie diese Person mir meine Trommel aussucht, ja, eine eigene Trommel zu finden. Und auch das ist geschehen, ohne dass ich der Person das vorher gesagt habe. Also es war wirklich so im energetischen Fluss quasi, total geil. Und ja, es gab Herausforderungen für mich, genauso wie mit dem Poetry Slam, eine Veranstaltung, die ich regelmäßig habe, wo ich mich nicht so wirklich getraut habe, weil ich so schüchtern war, bin auch immer noch und oder so mein Selbstwertgefühl ein, weil ich habe halt Minderwertigkeitskomplexe immer wieder und da kann man auch zu stehen, das ist ganz menschlich, ja. Ich habe oft gedacht oder mein Problem ist es ja auch immer nicht gut genug zu sein, ja. Ich hatte immer und das habe ich kommt heute auch noch durch und das kommt auch bei Sascha durch, ja, dass ich dann denke, ich bin nicht gut genug für ihn und der ist so toll und alles ist so toll und oder dass ich nicht gut genug auf der Bühne dann bin als Moderatorin, dass ich nicht gut genug, keine Ahnung was bin, ja. Da bin ich jetzt auch gerade wieder schon wieder so an einem Punkt. Denn ab September werde ich zum Beispiel den Slam ganz alleine machen, organisieren und moderieren. Ja, ich hatte vorher eine Partnerin und die hört jetzt auf. Ja, und werde das alleine machen. Und erst habe ich voll Panik bekommen. Mittlerweile bin ich da schon wieder drüber hinweg, ja. Aber da habe ich nur gedacht, oh mein Gott, werde ich das hinkriegen? Und man muss sich halt auch gewissen Herausforderungen einfach stellen. Und wenn man es nie ausprobiert, dann wird man nie wissen, hätte es geklappt oder auch nicht. Ja, und das Schöne ist jetzt halt einfach, und das fand ich auch so, so toll, ich habe das auch zwischendurch immer mal wieder erwähnt, dass, ja, dass Sascha und ich ja zusammen Musik machen. Also er spielt Gitarre und ich singe oder manchmal wir singen auch ein bisschen zusammen. Und ich habe früher immer gedacht, dass ich so halt nicht singen kann. Hat mir das auch mal jemand gesagt und so. Jetzt ist es aber so, wenn man so verschämt ist und nicht das Selbstbewusstsein hat und an sich glaubt, dann lässt man das, was man wirklich kann, auch nicht raus. Man ist blockiert. Und so war das bei mir immer der Fall. Und das hat Sascha, also der Sascha hat mich so, wirklich so stark aufgebaut. Das Gleiche sagt er übrigens über mich auch, ja, dass ich ihn auch immer stärke und in allem unterstütze. Das ist halt so schön. Ja, dass ich diese Angst und diese Furcht verloren habe, irgendwie, ja, dass ich mich scheiße anhöre. Jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir irgendwie auf die Bühne gehen oder sonstiges, sondern wir machen nur Musik für uns. Aber ich habe dann schon auch mal irgendwie, ja, ich habe ja auch Freunde aus der Musikerszene und habe dann gedacht, ach komm, dann fragst du mal, wie die das so finden und so. Und habe dann halt, ja, einfach mal nur so hier, ne, so was aufgenommen, haben wir denen geschickt und ohne das bitte zu bewerten und so, einfach nur mal, ja, so reinhören und ja. Und dadurch hat sich das jetzt ergeben, also eine Freundin von mir, die dann gesagt hat, ey, du hast wirklich eine schöne Stimme. Ich war ganz überrascht, als ich das gehört habe. Also jetzt muss ich dazu sagen, jetzt hat sich das, würde ich auch mal sagen, bei mir so ein bisschen entwickelt, weil wir jetzt schon lange miteinander musizieren und ich auch versuche mit meiner Stimme so ein bisschen zu arbeiten und so. Und sie dann gesagt hat, ey, hast du nicht Bock, ich hätte irgendwie Lust, dir so ein bisschen Gesangsunterricht zu geben. Und ja, ihre Tochter hat halt auch Lust darauf und Sascha macht jetzt auch mit. Und ja, total geil. Das Tolle ist, dass ihr Mann halt Logopäde ist und das halt wirklich auch gelernt hat, ja, wie man mit der Stimme halt umgeht. Und der dann auch noch Tipps gibt. Also wie gesagt, beide sind Musiker, auch Sänger. Und das ist so geil. Und ich freue mich da so mega drüber und wir haben auch schon zusammen gesungen und ein bisschen Musik gemacht und das hat einfach so mega Freude gemacht und ich habe mal zu Nena gesagt, dass auf meiner Wunschliste noch draufsteht, dass ich mal in einer Band spielen möchte und also da habe ich noch ans Trommeln gedacht, jetzt trommel ich ja schon wieder auch länger nicht, aber ja, oder mal zu singen oder so, das wäre schon halt geil, das mal so halt zu machen. Und ja, das wird auch irgendwann kommen. Und
Das, ach so, aber das Witzige ist noch, was ich noch sagen möchte, ist, dass diese Person, die mir das jetzt angeboten hat, ja, liebe Tine, du, falls du dieses Video siehst, ich habe mir gedacht oder das immer so vorgestellt, dass das total cool wäre, wenn ich einfach von Tine da so ein bisschen ja, Tipps kriege und dass sie mir da irgendwie weiterhilft und so auch weiterzukommen und so. Ich habe es ihr nicht gesagt. Und energetisch muss es ja so sein. Ja, sie ist ja von alleine drauf gekommen und hat es mir angeboten. Wie geil ist das? Und ich denke einfach, und solche Dinge passieren immer mehr, immer mehr. Auch mit dem Bus jetzt, das, was wir planen. Ja, das ist so cool. Ja, da gibt es noch ein extra Video zu. Ich will mich da auch nicht, ja, ich sag da nichts mehr zu. Aber, also es nimmt alles eine positive Richtung an und alles ist einfach so mega toll. Und ich kann nur sagen, für die Menschen, die da nicht wirklich dran glauben, es hat wirklich ganz viel mit positivem Denken zu tun. Und einfach, man darf die Hoffnung nicht aufgeben und man muss einfach glauben. Ja? Glauben und machen. Und ja, es wird kommen. Es wird kommen. Und es sind oftmals die negativ denkenden Menschen, die, ja, bei denen das eben nicht passiert. Die positiv sind, da passiert ganz viel Positives. Da sollte man sich mal darüber Gedanken machen, warum das so ist. Obwohl auch viele Menschen das selber gar nicht merken, die sich selber als positiv denkende Menschen sehen und gar nicht merken, dass sie es nicht sind. Dass sie viel mehr negativ denken als positiv. Ja, naja, das wollte ich einfach nochmal so mitteilen. Und ja, mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. Ansonsten gibt es noch ein weiteres Video dazu. Mal sehen. Ich wünsche euch, ja, dass auch eure Träume wahr werden und dass ihr den Mut habt, Dinge auszuprobieren, dass ihr den Mut habt, Neuanfänge zu starten, Altes hinter euch zu lassen. Und vielleicht ist es bei euch ja auch schon so, dass ihr merkt, dass alles, ja, dass alles kommt so, wie es kommen soll und dass in allem irgendwas Positives steckt. Mein Schlusssatz dazu. Bis dahin. Tschüss.